Lead Me ist für mich die Bestätigung, dass ich nicht alleine bin in dem, was Musik für mich ist. Und das alles, was jeder von uns sagt, dieser unbedingte Wille, was damit auszudrücken und was zu verändern, ist so besonders, weil das genau das ist, was mir manchmal so fehlt in diesem Kunstbetrieb. Lead Me ist für mich wahnsinnig modern. Ich finde die Gedanke, dass wir endlich mit der klassischen Musik und klassisches Lied etwas ganz Neues und Modernes machen. Für mich ist es so eine tolle Bereicherung, dass ich wirklich mit Menschen zusammen bin, mit euch allen, die genau dieselben Gefühle haben wie ich und die so sehr dafür brennen. Und jeder einzelne von euch ist so individuell und man kann so viel lernen voneinander. Und das hatte ich noch nie. Von deutschen Musikhochschulen her kenne ich eigentlich oft, dass man als Künstler und Musiker, dass es immer noch diesen Grundsatz gibt, man muss jemanden so ein bisschen brechen und dann kommt schon irgendwie was dabei rum. Und ich glaube, ich habe in diesem Projekt mich so krass mit mir auseinandergesetzt durch die Arbeit mit Holger, mit Andrea, mit Thomas, in diesen unendlichen Gesprächen. Ich musste so tief an mich ran, aber immer in so einer Wertschätzung, in so einer liebevollen Art und Weise, die es viel einfacher gemacht hat, an diesen Punkt zu kommen, an den man, glaube ich, mit Gewalt und mit allem anderen Destruktiven einfach nicht kommt. Und trotzdem auch mit Widerständen an Punkte, von denen wir am Anfang, als wir angefangen haben, darüber zu sprechen, überhaupt nicht wussten, dass es die gibt. Und das ist eine Qualität und eine Art zu arbeiten, die man sich nur wünschen kann. Es ist für mich total magisch, immer tiefer und tiefer und immer tiefer und tiefer in diese Liedwelt reinzutauchen. Das mache ich ja vor allem mit euch, weil ich mich auch von euch beflügelt und inspiriert fühle, weil indem wir immer tiefer reintauchen, entdecken wir uns selbst. Wir machen die Stücke, die Lieder lebendig. Erfahrbar zu machen, was uns so am Herzen liegt und uns so sehr ausfüllt, Tag ein, Tag aus so. Und das teilen zu können. It's actually extremely important for us as artists to push ourselves and to create dimensionality in our personalities as artists and to understand and ask ourselves the question, why are we actually doing this? To whom are we actually doing this? What do we want to say and why? Über die Kunst, über das Lied finden wir Zugang zu uns selbst in einer Welt, die so, wo wir gar nicht mehr wissen, was überhaupt passiert und was Menschsein eigentlich heißt. Glaube ich, kann ein Lied einem zeigen, was es heißt, Mensch zu sein. Und wenn irgendwas in dieser Welt definitiv nicht schaden kann, ist es Empathie und das, glaube ich, kann Lied geben. It actually awakes in us the urgency even more to perform song in a modern society. Das ändert meine Perspektive auf die Welt so auch. Also was ich erreichen kann, was wir erreichen können, wenn ich eine Idee habe, wenn ich an was glaube. Und das ist die Personifizierung davon ist Christopher für mich. Weil ihr wirklich so aufgemacht habt, jeder von euch. Wirklich jeder von euch hat von, die glaube ich, also das merkt man ja auch, die krassesten Issues, an die krassesten Issue-Punkte seid ihr rangegangen und habt durch diese Gruppe, und das seid nur ihr, weil ihr euch so Halt gebt, durch diese Gruppe gebt ihr euch so ein Grundvertrauen, dass es fast wie sowas Ursprüngliches, was ganz Reines hat. Und wir müssen der Gewalt, die in dieser Welt herrscht, die Schönheit entgegensetzen. Denn nur so kommen wir woanders hin. Lead Me ist für mich eine große Hoffnung. It's amazing what we all were doing. And I'm really so thankful to be part of this. And know you all. Everybody crying.